Es klingt total verrückt, aber es könnte tatsächlich sein, dass wir bald keine Sauerstoffflaschen mehr unter Wasser benötigen. Wie soll das gehen? Und können wir auch Flüssigkeit statt Luft atmen? What? Klicks und Science Fiction, herzlich willkommen. Ja, und vielen Dank für diesen mega spannenden Themenvorschlag über WhatsApp. Ja, ein Forschungsteam aus Dänemark hat ein neuartiges Kristallmaterial entwickelt, das zum Großteil aus Kobalt besteht. Die chemische Verbindung namens Aquaman Crystal soll große Mengen an Sauerstoff aus der Luft aufnehmen können und bei Bedarf aber auch wieder abgeben. Das Metall Kobalt führt dazu, dass Sauerstoff überhaupt erst aufgenommen werden kann. Auch im menschlichen Körper, der Kobalt im Übrigen nicht selbst herstellen kann, spielt es so eine wichtige Rolle. Es muss über Atemluft, Wasser oder Nahrung aufgenommen werden, aber nur in sehr kleinen Mengen, denn sonst kann es wiederum gesundheitsschädigend wirken. Das Besondere, das Kristall gibt den Sauerstoff ohne Druck oder Erhitzung frei. Dabei ändert sich die Farbe. Ist das Kristall gesättigt mit Sauerstoff, ist es dunkelblau bis schwarz. Wenn es den Sauerstoff abgibt, färbt es sich rosa. Dazu eine der beteiligten Forscherinnen, Christine McKenzie. Das Material ist sowohl Sensor als auch Container für Sauerstoff. Wir können es verwenden, um ihn aufzunehmen, zu speichern und zu transportieren. Aufgrund dieser Eigenschaften kann man es als eine Art künstliches Hämoglobin betrachten. Das dänische Forschungsteam glaubt, dass die Kristalle effektiver seien als eine Sauerstoffflasche, denn einige Körnchen des Materials sollen schon den Sauerstoffgehalt eines mittelgroßen Raums speichern können. Wie er genau bei Tauchern eingesetzt werden könnte, das ist noch nicht klar. Eine Überlegung wäre, die Kristalle einfach in den Mund zu nehmen. Spannend wäre das Ganze natürlich nicht nur für Taucher, sondern eben überall, wo wir Menschen auf Sauerstoff angewiesen sind. Im Weltall beispielsweise, aber auch für Patienten, die noch an Sauerstoffgeräte angebunden sind, wäre dies eine denkbare Lösung. Auf den Markt gebracht wurde das Sauerstoffkristall bisher allerdings noch nicht. Eine komplett andere Sache, die man aber auch aus Science-Fiction-Filmen kennt, ist das Atmen durch verschiedene Flüssigkeiten. Mit Wasser ist das nicht möglich, dafür aber mit Flüssigkeiten, in denen sowohl Sauerstoff als auch Kohlendioxid sehr gut löslich ist, sogenannte Perfluorkarbone. Denn für die Atmung von Organismen ist es nicht wirklich wichtig, ob Flüssigkeit oder Luft geatmet wird. Hauptsache, es wird genug Sauerstoff zugeführt und Kohlendioxid abtransportiert. Versuche dazu gab es schon in den 60er Jahren, als ein Forschungsteam aus den USA Mäuse für mehr als 17 Stunden in eine Flüssigkeit tauchten, ohne dass die Tiere erstickten. Sie atmeten wirklich ausschließlich über die sie umgebende Flüssigkeit. Mittlerweile ist die sogenannte Flüssigkeitsbeatmung auch wichtig im medizinischen Bereich, beispielsweise bei frühgeborenen Babys mit unreifen Lungen oder auch Patientinnen oder Patienten mit akutem Lungenversagen. Dabei werden die Lungen vollständig mit einer Perfluorkarbonflüssigkeit gefüllt, die durch ein spezielles Beatmungsgerät mit Sauerstoff angereichert und das abgeatmete Kohlendioxid entfernt wird. Ich stelle es mir echt aber ein bisschen spooky vor, und zwar beide Ideen, mit Steinchen im Mund und dann sicher zu sein, dass der Sauerstoff ausreicht, oder die Lungen voller Flüssigkeit zu haben und zu atmen. Ja, mal schauen, wann es die ersten Anwendungen für beide Fälle für uns Otto-Normalverbraucher gibt, sodass wir das wirklich erleben können. Wenn ihr keine Videos dazu und zu allen anderen Themen verpassen wollt, dann addet mich bei WhatsApp, dann umgeht ihr die kaputte Abo-Box hier auf YouTube und verpasst kein Video, denn über WhatsApp erfahrt ihr von mir noch vor allen anderen. Also ich schicke euch vorher eine Nachricht vom neuesten Video, täglich garantiert. Einfach hier draufklicken und am besten auch meinen Schwesterkanal Klicks um Social and Media abonnieren. Da gibt es das Neueste aus der Social Media Welt dafür. Da klicken, aber nicht die. Genau, Glocke vergessen. Und hier geht es weiter mit, dafür auch draufklicken. Können wir unsterblich werden? Human Enhancement. Bis dann. Bleibt dran.